Herzlich willkommen zur nächsten Darksiders 2 Episode für die Wii U. Ich bin Soevo und wir stehen hier immer noch vor dem Rätsel, wie es weitergeht. Ich habe aktuell eine Vermutung, wie es klappen könnte. Und das werden wir jetzt auch einfach mal ausprobieren. Das hier ist auf jeden Fall schon mal so ein Leuchteteil hier. Jetzt ist mein, wir müssen das Leuchteding ja irgendwie verbinden. Wieder mal. Die Frage ist, mit was verbinden wir das am besten? Und wo? Das ist jetzt aktuell die Frage. Ich denke, dass so wie es aktuell verbunden ist, eigentlich vielleicht gar nicht schlecht ist. Ich würde nur gerne jetzt erstmal auf die andere Seite kommen. Dafür müssen wir erst wieder hier dieses Steinspiel spielen. Okay, weiter geht's nicht raus, dann müssen wir das jetzt auflösen. Da gehen wir jetzt rauf. Da hoch könnten wir ja nicht, ne? Ne. Jetzt hängen wir da blöd rum. So. Erstmal schieben wir das Ding jetzt rein. So, und jetzt gucken wir uns erstmal wieder um. Aktuell ist ja das da hinten belegt. Das ist die Frage. Genauso habe ich es mir gedacht. Die Frage ist, was bringt uns das jetzt? So. Ach, es geht doch. Sehr gut. Das haben wir auch saublöd gemacht, ey. Aber gut, geschafft, ist geschafft. So. Jetzt haben wir das hier frei gemacht. Die Frage ist, was bringt uns das jetzt genau weiter? Hier ist wieder Verseuchungskram. Müssen wir mal gucken. Wie geht's jetzt hier weiter? Sollen wir das hier aktivieren oder was? Was bringt uns das genau? Können wir hier irgendwie was drehen oder so? Wie kriegen wir das hin, dass da jetzt eine Erleuchtung stattfindet, da an der Stelle. Jetzt sind ein Schritt weiter, aber letztendlich nicht wirklich weiter. Jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir hier unten. Okay. Was passiert, wenn wir das hier drehen? Gar nichts, okay. Wie kriegen wir da das Verderben jetzt weg? Wie kriegen wir das Verderben da jetzt weg? Eventuell müssen wir das wieder da gerade durchschießen. Aber man, ich wollte das nicht loslassen, ich wollte zu dem anderen wechseln.
So, gucken wir mal. Jetzt lassen wir das los. Und jetzt schießen wir das wieder da durch. So, jetzt haben wir das da drüben wieder an. So wie ich das gerne haben wollte. Jetzt drehen wir hier erstmal das Ding wieder. Ach Mann, was machst du denn? Das ist, okay, so, wenn wir das hier will ich gern weg haben. Dafür will ich gern das da anhaben. Jetzt lassen wir den anderen mal los. Gucken, ob das was bringt. Oder ob es nichts bringt. Sieht so aus, als wenn es nichts bringen würde. Wie geht das jetzt weiter? Das bringt uns halt auch nicht wirklich was, wenn wir das aktivieren. Wie kommen wir jetzt darum weiter? Achso, das sollten wir vielleicht mal hier wegmachen. Und wie weit hat uns das jetzt weitergeholfen, dass wir das aktiviert haben? Oh mein Gott. Blind. Anders fällt mir dazu nicht ein. Da ist was. Ein Relikt. So, dann ist das hier jetzt auch frei. Nehmen wir hier erstmal die Kiste. Blind, blinder am blindesten, ey. So. So, bringt mir das jetzt was? Hier können wir jetzt wohl runter. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ist da bestimmt irgendwas drin? Da. Das haben wir. Wir hier auch raus oder wie ist das? Ne. Scheinbar nicht. Das sieht nicht so aus, als ob man da rauskommen könnte. So. Oh, ein Drang. Cool, cool. Am besten noch einen, damit wir mal einen benutzen können. Weil langsam dürften wir Richtung Boss kommen, denke ich auch. Hier ist ein Schalter, okay. Dadurch geht die Tür auf.
So, hat sich jetzt hier scheinbar alles gereinigt, schätze ich mal. Und dadurch können wir jetzt hier endlich weiter. So, gucken wir mal, ob hier irgendwie noch was ist. Sieht aber irgendwie gerade netter noch aus. So, dann geht's wohl weiter. Lass mir hier ein bisschen. Oh, haben wir sogar ein Relikt bekommen? Eigentlich wollte ich nur ein bisschen HP auffüllen. Ja, was, wo soll denn der ganze Spaß hingehen? Wahrscheinlich ein besonderes Tor, ne? Ist nicht. Okay, da oben kommen wir jetzt hin. Was bringt mir das? Gucken wir uns das erstmal an. Ist was passiert? Nichts, okay. Mal, dass wir das da wegnehmen. Das zu aktivieren. Also, gucken, dass wir da hinkommen. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wo wir hin wollten. Wo wir zumindest weiter können. So, jetzt ist nur die Frage. Wie genau geht's jetzt weiter? Müssen wir irgendwie oben an die Tür kommen. Okay, wenn wir das hier wegnehmen und das mit einem festeren Schuss machen. Eventuell können wir da dagegen springen, ich denke eher nicht. Gucken wir mal, dass wir da hingehen. Okay, jetzt sind wir eine Stufe höher gelandet auf jeden Fall. Da ist doch irgendwie eine Kiste da drüben, okay. Gucken wir erstmal, dass wir uns die Kiste holen. Und zwar holen wir uns die so. Sehr gut. Oh, was Lilanes sogar. Das lohnt sich ja fast. So. Jetzt gucken wir, dass wir das wieder aktivieren. So, jetzt haben wir hier die Kiste geholt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir das nochmal genau machen müssen. Da brauchten wir den starken Strahl. Den haben wir da drauf gemacht. Und jetzt brauchen wir nur hier unten durchschüpfen. Wenn ich recht erinnere. So. One Jump. Und da sind wir. Müssen wir mal gucken. Hier wird bestimmt gleich der Boss kommen. Und der wird's. Ja, guck, da ist schon der Kreisraum, der ist 100 Pro der Boss. Der wird's aber bestimmt in sich haben. So groß wie das Dungeon hier war. Gucken wir mal. Besiege den Schreiber. Jamaira, der Schreiber. Joy Jamaira oder. Oh, keine Ahnung. Okay, hier kann man. Ist jetzt die Frage. Wie sollte es am besten aussehen, der Kampf? Was bringt mir das, wenn ich da diese Portale benutze? Ehrlich gesagt, das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht muss man die erst später benutzen. Okay, also wenn wir dran springen, sind wir tot. Das ist schon mal interessant. Zumindest wenn er seinen Kack da macht. Ja, das wird interessant. Zumindest. Okay, in der Startpunkt ist auch noch blöd gelegt. Wenn wir wenigstens mal volle AP hätten. Aber naja. Okay,
Können ja nicht zu viel verlangen. Okay, wir machen aber schon ordentlich Damage mit unserer Kanone. Wenn wir uns hier so... Ich denke schon, dass wir das schaffen können. Wenn wir auf Range bleiben und dann drauf schießen, sollte das machbar sein. Was macht der denn da jetzt? Sollten nur nett getroffen werden, glaube ich. Und gucken, dass wir eventuell immer halt unsere HP aufgefüllt kriegen, irgendwie. Doch, trotz allem. Was macht er jetzt? Seht ihr sein... Ja, hat nur das wieder aufgeladen, scheinbar. Läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Denke ich. Wenn er den abgeschossen hat, dann greifen wir wieder an. Okay, was macht er jetzt? Was sollen wir denn da jetzt machen? Das verstehe ich nicht. Okay, sollen wir, müssen wir auch noch auf den Dicken aufpassen, irgendwie, ey. Ich hätte ihn gerne irgendwie mal im Blickfeld, weil das klappt wohl nicht so richtig. Okay, da sind wir tot. Sehr interessant. Ich habe irgendwie noch nicht so wirklich verstanden, was wir da jetzt machen sollten, wenn der da oben ist. Das ist ein bisschen uncool. Ah gut, ich denke, diese Kanonen-Geschichten bis zu der Phase ist auf jeden Fall gut. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie die Kleinen wegbekommen. Weil ich meine, oben, als er oben war, hat er sich ja auch nicht geheilt oder so. Von daher... sollte da doch was machbar sein. Schmarsch doch, kein Thema. Der Nahkampf sollten wir vielleicht doch verzichten sogar. Weil irgendwie tötet er uns, wenn wir im Nahkampf sind auf einmal. Jedes Mal. Ist ein bisschen seltsam. Vielleicht sollten wir wirklich einfach totschießen und gucken, dass wir unsere Zorngeschichten dann auf die Kleinen machen, sobald die kommen. Das wäre zumindest eine ganz gute Erklärung eventuell. Wir bräuchten eine Zornattacke auf Rage. Das wäre doch mal was.
Da-di-da-di-da. Dauert zwar so ein bisschen länger, aber dafür ist es safe, denke ich. Viel sollte er eigentlich jetzt auch nicht mehr haben. Und dir wird mir auch schlecht, ganz ehrlich. Ja, irgendwie ist ein bisschen lang. Oh, jetzt bin ich hier hängen geblieben. So war es auch das erste Mal. Bisschen langweilig fast. Du bist das verdammte Ekel, Mann. Zählst du, oder? Jetzt halt kein Risiko eingehen, großartig. Das ist halt der Hauptgrund, ehrlich gesagt. Widerwärtige Abscheulichkeit, aha. Okay, jetzt geht er da hoch auf jeden Fall. Ist jetzt auch nicht so, als dass mit dem da. Okay. Auf jeden Fall Damage gemacht, der Kollege. Der Reiter kommt. Dann müssen wir dem erstmal ausweichen, was da kommt, und dann unseren Zorn raushauen. Weg, weg, weg. Verdammt. Du fettes Viech, ey. So, wenn das weg ist. Weg, 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 der Damm. Heil- und Zorntrank auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Gehen ab hier. So, und die Kleinen auf jeden Fall weg, gerade. Falsche Richtung. Ich will eigentlich gerne das grüne Ding da haben. So, gehen wir wieder in die alte Taktik über. Du, du, du.
Das war knapp ausgewichen auf jeden Fall. Verdammtes Ekel! Komm, komm, komm. Irgendwie ist es schon ein bisschen langweilig, aber dafür ist es einfach. Und jetzt nochmal sterben ist ja auch Quatsch. Ich weiß, ob da halt noch irgendwas Cooles dann kommt, wenn er mal hier runter ist. Okay, und jetzt? Frage, was will er jetzt genau? Okay, und jetzt? Ich verstehe nicht so genau, was er jetzt von mir will. So, warte mal, ich hab eine Idee. Wir das hier wieder reinholen. Jetzt wird feste. So. Ja, und jetzt? Okay, ich muss das andere wahrscheinlich auch feste machen. Oh fuck. Jetzt? Nö. Wie soll das sonst funktionieren? Muss er jetzt wieder runterkommen oder was und da durchfallen? Ich versteh's irgendwie nicht. Ich schau noch einen Hustenanfall oder was? Das war's wohl nett. Wie soll's denn aussehen? Oh man, ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln definitiv. Weil der macht mir zu viel Damage. Sein Mist. Wie soll der Kampf passieren? Ist ja irgendwas da oben mit zu tun haben eigentlich. Den komischen Kristall da oben. So nett. Und jetzt? Jetzt bin ich tot. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir trotz allem erstmal diese Episode. Wir sind wieder dick über die 30 Minuten drüber. Und ja, machen wir den Boss in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.